Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Neuen Folge von Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast hier bei Nerdizismus. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Alle 14 Tage sprechen wir über Walking Dead, aktuell in der 9. Staffel. Und wir sind ein bisschen überfällig, aber ich glaube, wenn wir diese drei Folgen, über die wir heute sprechen, Episode 3, 4 und 5, das macht Sinn, die als eine Einheit zu betrachten. Ja. Und deswegen werden wir heute darüber sprechen, wie uns diese doch sehr außergewöhnlichen Folgen gefallen haben, was wir daraus mitnehmen können, wie wir weiter spekulieren. Aber bevor wir einsteigen, für alle, die zum ersten Mal dabei sind und für alle anderen, ihr könnt es natürlich nie oft genug hören. Michael, Nerdizismus, sag mal, das gibt's doch auch noch woanders, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe mal davon gehört. Und zwar müsste man mal Google entweder Nerdizismus eingeben oder einfach in der Suchleiste oben einfach nerdizismus.de. Denn da findet ihr uns, den Podcast für Nerds und Cosplayer. Wir sprechen im Allgemeinen über Filme, Serien und alles, was so Nerdkram ist. Und auf nerdizismus.de findet ihr uns halt. Und in dieser Sendung reden wir alle zwei Wochen, jedenfalls wenn wir es schaffen, alle zwei Wochen über Walking Dead. Aber wir haben auch noch andere Folgen, wo wir zum Beispiel über Westworld reden in den Westnerds oder über Star Trek in den Treknerds, über Game of Thrones, was auch aktuell pausiert ist, in den Game Nerds. Wir haben Nerdplay, wo man mit Cosplayern gesprochen wird, und wir haben die Nerdizismus Singles, was keine Single-Börse ist, sondern meistens ein einzelner Nerdizist, der über etwas redet. Und das findet ihr, wie gesagt, alles auf nerdizismus.de, wo ihr auch die Links zu unseren Spotify und iTunes Accounts findet. Ihr könnt natürlich auch bei Spotify und iTunes direkt Nerdizismus eingeben. Und auf nerdizismus.de findet ihr den großen roten Abonnieren-Button, wo ihr dann einfach in eurer Podcast-App euch uns abonnieren könnt. Und wir sind auch in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Und ich habe es die letzten Male nicht gesagt, sondern ich glaube, wir sind immer noch auf Vero vertreten, obwohl wir da nichts mehr machen. Und da könnt ihr fleißig posten, fleißig uns kommentieren. Und wem das ganze Social-Media-Scheiß am Arsch vorbeigehen kann, der kann uns auch an info@nerdizismus.de schreiben. So. Und das sind genau solche Kraftausdrücke, die uns nötig machten, dass wir uns bei iTunes mit Explicit Lyric kennzeichnen mussten. Ja? Echt? In der Tat? Naja, ich habe es halt in weiser Voraussicht mal gemacht, weil ich wusste, dass du deine Zunge manchmal nicht im Zaum hast. Wo du es jetzt gerade gesagt hast, habe ich jetzt mal auf Vero geguckt. Also nur für den Fall, dass uns irgendjemand da geschrieben hat, aber ich gehe mal in Mitteilungen rein. Nein, 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 nein. Aber vor 6 Monaten waren wir da noch sehr aktiv, aber seitdem hat sich da auch nichts mehr getan. Ich weiß gar nicht, ob sich da überhaupt noch irgendwas in diesem Netzwerk getan hat. Also der Vollständigkeit halber gucken wir da ab und zu mal rein. Aber wie gesagt, nehmt lieber eine E-Mail oder schreibt eine Bewertung bei iTunes oder bei nerdizismus.de oder auf Facebook. So, Michael, bist du bereit, dass wir einsteigen können? Ja, ja. Ich muss ja sagen, generell, das, was wir jetzt in der 9. Staffel von Walking Dead sehen, ist echt eine enorme Verbesserung zu den letzten 2 Staffeln. Die Serie hat immer noch nicht zu alten Höhen zurückgefunden, aber man kann sie sich wieder ansehen. Ja, definitiv. Man kann sie sich wirklich wieder ansehen. Man kann viele Dinge auch noch nebenher machen, aber man guckt doch wieder öfters hin als, also andersrum, ich verfolge es mit wachsendem Interesse und es hat mich durchaus wieder ein bisschen gehuckt, wie man so neudeutsch sagt. Ja. Und das ist, hätte ich schon gar nicht mehr so für möglich gehalten. Also nicht, dass ich jetzt in Begeisterungsstürme ausbreche, davon sind wir noch weit weg, aber gemessen an dem, was uns die 8. Staffel präsentiert hat, sind wir jetzt ja schon wieder auf einem richtig, richtig guten Wege. Und warum das so ist, da wollen wir doch heute mal einsteigen. Also heute haben wir 3 Episoden vor uns, nämlich die Episode 3, Warning Signs, oder mit dem deutschen Titel Keine Ausnahmen.
Darin sehen wir den Rick, wie er sein Leben mit Michonne genießt. Ja, man wünscht sich sogar einen neuen kleinen Rick, denn das andere ist ja eigentlich Klein Shane. Und sogar ein echter Little Rick fehlt also eigentlich noch. Und es kommt im Laufe der Zeit aber durchaus auch zu Diskrepanzen so mit den Saviors. Sogar ein kleiner Aufstand auf der Brücke sorgt für Unruhe, den Laura und Alden also auch gar nicht mehr wirklich unter Kontrolle bringen können. Da muss schon der Rick mit dem Pferd reinreiten und diesen Aufstand beenden oder diesen Tumult beenden. Aber mehr als ein Burgfriede ist das dann nicht. Daryl und Maggie haben auch immer mehr ihre Zweifel an der Entscheidung, ob das Rick die Saviors am Leben gelassen hat. Und sogar Carol deutet an, dass diese Frage mal gelöst werden müsste. Und am Ende der Folge ziehen dann die Saviors auch erstmal ab. Wir wissen auch nun, was mit dem Justin passiert ist. Da haben wir ja letztes Mal noch ein bisschen drüber spekuliert. Und für eine kurze Zeit sind wir ein bisschen wieder in der kleinen Krimi-Folge, wo der Rick ein bisschen Polizist spielen darf. Er verdächtigt erst den Daryl, der streitet alles ab und sagt, na, wenn er es gewesen wäre, dann hätte er es vor allen anderen getan. Und nicht nur die Frage nach dem Mörder treibt die Menschen um, sondern auch, was passiert eigentlich, wenn wir den Mörder fassen? Das zahlt wieder auf die Nummer ein, die Michonne da hatte, dass sie ihre Charta oder ihre Verfassung daraus legen will. Da können wir auch gleich mal drüber sprechen. Apropos Mörder, am Ende ist es dann nämlich der Plural. Es sind nämlich die Girls von Oceanside, die die Rache an ihren Männern nehmen. Und eines Nachts überraschen Maggie und Daryl die Truppe, als sie dann eine weitere Savior-Frau hinrichten wollen. Und die gute Maggie hat halt auch keine großen Argumente einzuschreiten, hat sie doch das Recht selber in die eigene Hand genommen, als sie den Gregory gehängt hat. Also lässt sie es gewähren und Maggie und Daryl beschließen dann auch, sich nicht mehr an Ricks Regeln zu halten und sie machen sich auf den Weg nach Alexandria zu Negan. Wir haben noch einen kleinen B-Plot, nämlich Anne, beziehungsweise ich sag mal Back to Jadis, ja, tritt auf dem Schrottplatz in Kontakt mit einer... Ja, mit jemand über Funk, der von ihr ein A fordert und was sich angehört wie ein Geheimagent aus der Sesamstraße, ist aber irgendjemand, mit dem sie also Waren tauscht, beziehungsweise Menschen der Kategorie A oder B. Folge 4, The Obliged, oder auf Deutsch Hungerstreik. Maggie will Negan töten und sogar der gute Jesus kann sie davon nicht abbringen. Und Rick erfährt von Maggies Plan und gibt Anweisungen, sie nicht reinzulassen, wird aber sabotiert in diesem Falle, nämlich man gibt seinen Funkspruch nicht weiter. Und Daryl, der mit Maggie ja unter einer Decke steckt, bietet Rick an, dass er ihn nach Alexandria fährt, hintergeht ihn aber und setzt ihn dann irgendwo in der Wildnis ab. Es kommt zum Streit, es gibt Haue und im Laufe der Rempelei fallen die beiden dann eine Grube und sitzen erstmal fest. Und das ist so ein bisschen typisch US-TV-Serie. Erst haut man sich kräftig auf die Ömmel und dann redet man auf einmal miteinander. Das ist so ein Narrativ, das hast du so oft, ja, in US-Filmen oder Serien. Ne? Aber gut, man erinnert sich gegenseitig dran, wer da wem, wie, wo, wann irgendwie mal das Leben gerettet hat. Und am Ende weiß man eigentlich gar nicht, ja, wer hat jetzt eigentlich Recht und Unrecht. Der Rick denkt halt einfach nur an den Karl und man gesteht sich dann doch gegenseitig die Liebe ein und einigt sich halt irgendwie. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ja, so verbringt man erstmal eine Weile in der Grube. Negan ist derweil im Hungerstreik und hält... ich sag mal, vordergründig tiefsinnige Gespräche mit Michonne. Wir erfahren, dass Negan eine Frau hatte, die an Krebs gestorben ist. Michonne kann sich diesem Psychospielchen nur knapp entziehen oder als Sieger hervorgehen, indem sie nämlich dann eine Trumpfkarte zieht, indem sie nämlich Negan sagt, dass die Lucille, also der Baseballschläger, immer noch draußen irgendwo rumliegt. Jadis hat derweil Gabriel überwältigt und ihn wie Negan verschnürt auf dem Schrottplatz abgestellt und ihn mit einem Walker in Schach zu halten oder beißen zu lassen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das eigentlich soll. Doch statt ihn dann dem Hubschrauberleuten zu übergeben, lässt sie ihn laufen und verschwindet. Die Saviors machen auch Ärger, die sind wieder bewaffnet, wo auch immer sie das herhaben und sinnen auf Rache an Oceanside und diesem allgemeinen Tumult lockt die Walker an, die auch dann in Daryls und Ricks Grube fallen und mit knapper Not befreit man sich und der gute Rick lockt dann die Herde weg, wird jedoch von einer zweiten Herde überrascht, das Pferd bockt und bäumt sich auf, der gute Rick fällt herunter und spießt sich an einem Stahl oder an einem Eisenträger auf. Dann haben wir also nochmal den Cliffhanger und das Einläuten von Ricks Ende in Episode 5. Diese Episode heißt What Comes After oder auch auf Deutsch Wach auf. Das ist allerdings keine Folge von Chemtrail-Gläubigen oder Reptiloiden-Anhängern, die da aufwachen, sondern hier ist es ein Narrativ, das immer wieder in dieser Folge also vorkommt.
Wir haben zum einen erstmal Negi, die sich Negan stellt, doch anstatt ihn dann wirklich mit einem Brecheisen zu töten, jammert der gute Negan um sein Leben und die Maggie verlässt ihn dann, dass er da wohl mehr leiden würde, wenn sie ihn am Leben lässt, weil er dann immer noch nicht mit seiner geliebten Frau Lucille vereint ist. Jetzt ist es aber auch soweit, dass Ricks Zeit gekommen ist. Der Rick kann noch einmal kurz entkommen, ist aber schwer verletzt, blutet aus einem großen, aus einer großen Wunde an der Seite und er driftet immer wieder in Visionen ab. Darin sehen wir den Punisher, wir sehen Michael Burnham, wir sehen Herschel und wir sehen auch ein riesiges Feld voller Toten, in dem sich nahezu alle Leichen der letzten 8 Staffeln befinden. Und immer wieder suchte Rick in den Visionen nach seiner Familie, die findet er dann auch, denn all seine Freunde kommen ihm bei der Brücke zur Hilfe. Doch das war leider auch nur eine weitere Vision. In Wahrheit ist der gute Rick allein auf der Brücke. Die Walker kommen und der gute Rick hat auch gar kein großes Vertrauen in die Tragkraft seiner Brücke, denn er setzt darauf, dass die einbricht, tut sie aber nicht. Und in einem verzweifelten Akt sprengt er sich dann und sein Lebenswerk vor den Augen seiner Familie in die Luft. Damit ist der gute Rick erstmal gehimmelt. Jadis, die ist wie gesagt auf der Flucht, sucht Kontakt zu den Helikopterleuten, um ihnen ein A zu geben. Sie hat aber eigentlich gar keine A, plant die also zu betrügen. Und da kommt es ihr wie gelegen, dass sie in einem Fluss voll schlechter CGI-Zombies den Rick am Ufer findet. Dann hat sie auf einmal dann ein A. Man schafft den Rick in den Hubschrauber und fliegt gemeinsam in den Sonnenuntergang. Nicht bevor sich noch rausstellt, dass der gute Rick ein B ist, was auch immer das bedeuten mag. Ja, und dann haben wir einen Zeitsprung von richtigen fetten 6 Jahren. Wir sehen eine neue Gruppe rund um Magna und ihre Leute. Die wird von Walkern attackiert und von einer gewissen Judith Grimes gerettet. Und damit sind die ersten 5 Folgen dieser 9. Staffel wieder Geschichte. Und da haben wir jetzt mal ein bisschen was drüber zu reden. Eine kleine Korrektur zu deiner Zusammenfassung. Dass Negans Frau an Krebs verstorben ist, das haben wir schon letzte Staffel erfahren. Ah, in dieser Folge mit Gabriel. Okay, stimmt, richtig, richtig. Wusste nicht mehr, dass die Krankheit da genannt wurde, okay. Also, es ist in der Tat, es ist viel los. Es ist sehr viel los. Es ist sehr viel, was funktioniert. Es ist einiges, was klappt, aber nicht wirklich funktioniert. Aber in dem ganzen hin und her einfach dann nicht mehr so auffällt. Es ist wie bei so schlechten B-Movies, wo man dann nicht mehr unbedingt auf das Schlechte achtet, sondern hofft, dass das Schlechte einfach nur die Story vorantreibt. Aber wir waren schon mal viel schlimmer dran, deshalb nicht schlecht. Vor allen Dingen jetzt die letzte Folge, What Comes After, haben wir eigentlich viel auseinanderzunehmen. Mir hat alles semi-gut gefallen. Also nicht schlecht, aber semi-gut. Und ich muss ja sagen, die ganzen 5 Folgen, die wir jetzt hatten zu Beginn der Staffel, waren ja eigentlich nur eine Vorbereitung auf das Ableben von Rick Grimes, was am Ende aber nicht wirklich passiert. Okay, du nimmst den Elefant im Raum sofort unter Feuer. Von mir aus fangen wir mit dem Thema an. Ja, und das ist leider was. Also diesen billigen Trick, den haben sie jetzt schon, keine Ahnung, 3-mal mindestens gemacht. Mhm. Und ich habe ihn, glaube ich, in einer der Folgen zur 7. Staffel gesagt, Rick ist unsterblich. Mhm. Und wenn es eines letzten Beweises bedurft hätte, dass er unsterblich ist, dann dieses. Er ist unsterblich. Er wird in dieser Serie nicht sterben. Zumindest nicht in der Serie. Weil nach der Folge hat, AMC, genau, der Sender AMC, nämlich angekündigt, dass mit dem Schauspieler von Rick Grimes noch 3 Telemovies über Walking Dead gemacht werden, die quasi so ein bisschen die Zeit zwischen dem Zeitsprung behandeln sollen. Das muss auch passieren. Denn wir haben sich sofort ein paar Fragen aufgedenkt. Also ich war jetzt nicht wirklich sauer über diesen Move, weil ich habe irgendwie ein bisschen mitgerechnet. Also der war einfach für mich auch gar nicht so sehr auf der Brücke. Und na, also irgendwie dachte ich, na, ob der jetzt wirklich tot ist, ich weiß ja nicht. Ne? Aber gut, sei es drum, weil diese Helikopterleute können ja nicht sehr weit weg sein. Also so wirklich, wirklich weit weg. Wie viel Sprit hat denn so ein Helikopter? Weiß ich nicht, aber sagen wir mal ein paar hundert Kilometer maximal. Ja? Ist ja schon ein bisschen was. Ja, aber nichts, was ein Rick... wirklich keine Highways mehr. Ja, aber nichts, was ein Rick Grimes in 6 Jahren nicht wieder zurücklatschen könnte. Das stimmt. Das ist in der Tat richtig.
Also muss man mir in diesen drei Filmen schon erklären, warum er nicht zurückkommt. Und was ich auch hoffe, ist, dass, ich gehe jetzt ein bisschen auf diesen Zeitsprung ein, dass das Thema Rick Grimes aber dann jetzt auch bei den Überlebenden nach 6 Jahren dann auch durch ist. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit ein Gejammer über Rick Grimes hören von Michonne und Co. Die darf mal verträumt auf ein Foto gucken oder so und dann ist aber gut. Ich meine, man muss ja bedenken, dass wir sind in Season 9 und ich glaube, es sind in der realen Welt da auch, dürften so ungefähr 6, 7, 8 Jahre auch mindestens vergangen sein. Ja, nicht ganz, du kannst es ja an Carl ganz gut festmachen. Ja, stimmt. Aber da muss man sehen, also wir trauern ja auch nicht mehr den Leuten aus Staffel 1 nach, auch wenn die teilweise wichtig waren oder Leuten aus dem Gefängnis. Klar hat man ein paar jetzt gesehen in den Rückblenden, vor allen Dingen auch nicht die wichtigsten. Können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber ja, du hast vollkommen recht. 6 Jahre Zeitsprung sollten für ein quasi Reboot genügen, wo ich auch klar für wäre, weil uns wurde die 9. Staffel mit der neuen Showrunnerin, ich glaube, das ist eine Showrunnerin, ne? Ja, richtig, also, ja. Nicht ein Showrunner, wurde uns ja auch mehr oder weniger als Reboot angeteasert. Und das waren die ersten 5 Folgen nicht wirklich. Die ersten 5 Folgen haben sich immer noch viel zu sehr mit dem beschäftigt, was nach dem Savior-Kriegen kam. Was okay ist, wenn man die Geschichte von Rick Grimes abschließen will. Aber jetzt mit einem 6-Jahres-Sprung haben sie vielleicht, hat die Produktion wirklich richtig die Gelegenheit, einen Cut zu machen, zu sagen, gut, wir machen quasi fast eine neue Serie. Die Leute haben sich in 6 Jahren unglaublich weiterentwickelt. Und ich meine, man sieht ja allein, wie wir uns als Podcast in 3,5 Jahren weiterentwickelt haben, nicht wahr? Und in so einer Welt müssen sich die Charaktere ja dann auf jeden Fall irgendwie anders verhalten oder anders sein. Und da bin ich echt mal gespannt drauf und deshalb habe ich gerade wieder Bock darauf, die nächsten Folgen zu sehen. Also ich habe mich lange nicht auf so einen Cliffhanger Folgen nach einem Cliffhanger gefreut, wie in dieser Staffel, wie in dieser 5. Folge. Da hast du vollkommen recht. Ich muss auch sagen, das am Ende mit der Judith hat mich dann schon überrascht. Also da saß ich durchaus dann da und dachte so, what, okay, jetzt lese ich auch nicht jedes Stück Literatur, deswegen hätte ich das vielleicht vorher wissen können, müssen, sollen, weiß ich nicht. Was allerdings mir sehr viel Spaß an dieser Folge verleitet hat, war, dass also wirklich auch der Letzte, der sich, du kamst ja überhaupt nicht drum rum, dass Andrew Lincoln aus der Serie aussteigt. Ja. Und das war ein ganz großer Spaßkiller, denn ich glaube, dass es durchaus einen ähnlichen What-Effekt hätte haben können, wenn das wirklich confidential geblieben wäre. Mm. Aber es wurde ja vom Set aus, wie ich erfahren habe, ja schon getwittert oder geinstagrammt oder wie auch immer. Also es war ja dann auch gar nicht mehr geheim und wurde ja dann noch offiziell irgendwann bestätigt und so weiter. Aber der Move war nicht so clever, weil da war ja klar, dass er rausgeht. Und dadurch, da ich halt wusste, dass er rausgeht, war halt klar, dass er weg ist. Also so hätte es durchaus einen Impact gehabt, wenn man ihn denn dann wenigstens hätte sterben lassen. Aber jetzt hat man ihn halt nicht sterben lassen. Und das ist halt blöd. So. Das ist clever. Weil es wurde nie gesagt in der Berichterstattung, dass Andrew Lincoln, also dass Rick stirbt. Ja, aber dass es verlässt und dann war ja klar, dass er stirbt. Ja, dass er die Serie verlässt. Also die haben nie gesagt, dass er das Franchise verlässt. Ist jetzt auch eine andere Sache. Ich glaube, ein großes Problem war von ihm einfach, dass er, ich glaube, er wohnt in London eigentlich mit seiner Familie. Und er musste natürlich immer nach Kanada darüber fliegen, nach Vancouver, wo die das, glaube ich, drehen. Und da die wirklich lange Drehzeit überstehen und war dann jetzt wirklich die 9 Jahre oder 8 Jahre von seiner Familie mehr oder weniger getrennt, wo ich es nachvollziehen kann, dass er vielleicht am Franchise hängt, das nicht verlassen will, aber keinen Bock mehr hat auf diese Arbeitszeiten und ihm würden dann natürlich diese Filme entgegenkommen. Und das wäre doch ein ziemlich cooler Kniff, wenn wir vielleicht für die Filme sogar die USA verlassen würden. Puh, ja, dann geht's nach Kanada. Also sagen wir es mal so, was die Filme angeht, bin ich ein bisschen skeptisch, ob das was wird. Also sie sollen ja ganz gut gefundet sein, da soll es ja ein richtiges Budget für geben, ein ganz anständiges. Ich sag dir, warum ich skeptisch bin,
schlicht und ergreifend aus der Tatsache, dass diese zwei 24-Filme so ganz, ganz beschissen waren. Ja, aber das war der Versuch, da, also 24 sollte ewige Zeit als Kinofilm rauskommen. Und als sie das endlich dann in Form von diesen TV-Filmen gemacht haben, ähnlich wie auch bei Prison Break, ja, wie es bei 24 und Prison Break war, die haben ihre TV-Filme gemacht, als der Zenit der Serien schon längst überschritten war. Ich meine, beide sind später, 24 war noch unterhaltsam, aber war wirklich so ein Gehirnabschalter, den man durchgucken konnte, wenigstens so ein bisschen. Aber die hatten, glaube ich, schon längst nicht mehr die Zuschauerzahlen, die sie am Anfang hatten. Und Prison Break war ja eine völlige Katastrophe zum Ende hin. Auch übrigens diese aktuelle Staffel, die sie da gemacht haben, komplett furchtbar. Ich könnte mir vorstellen, AMC, die haben ein bisschen Kohle, die haben sind auf einer Erfolgswelle der letzten Jahre geritten, dass die da schon ein bisschen Kohle reinpumpen werden. Und soweit ich aus manchen News gelesen habe, sind ja diese Storylines mit dem mit der neuen Gesellschaft, die da aufgebaut wird, ja auch nicht unbedingt vielleicht im Rahmen eines TV-Budgets zu behandeln. Es könnte natürlich so ein typischer 90-Minüter werden, aber heutzutage werden, keine Ahnung, 20 Millionen in eine Folge Game of Thrones reingepumpt. Wieso sollte AMC nicht was Ähnliches mit Walking Dead machen, Andrew Lincoln ein paar Millionen geben und dann wirklich was ziemlich Cooles raushauen, wenn sie Zeit dafür haben, vor allem die Dinger zu entwickeln, zu schreiben und ordentlich zu produzieren. Dein Wort in Gottes Gehörgang oder im Walker-Gehörgang. Also, mal schauen. Also ich bin mal gespannt. Ja, also wie gesagt, ich fand den Move nicht konsequent, aber ich verstehe jetzt, wo du es ein bisschen erklärt hast, natürlich so den produktionstechnischen Hintergrund an der ganzen Sache. Aber okay, wie gesagt, der ist halt dann unsterblich. Erwartest du oder sind weitere Serienausstiege nach dieser 6-Jahre-Sprung erwartbar? Also keine Ahnung, ist irgendwie jetzt eine Carol nicht mehr da, einfach so, weil dann gesagt wird, die ist vor 3 Jahren gestorben. Gibt es da noch andere Schauspieler, von denen man munkelt, dass sie weg sind? Also soweit ich ja gehört habe, soll die, ich glaube Lauren Cohen heißt sie, die Maggie-Darstellerin, die soll ja auch wenigstens ihre Präsenz in der Serie reduziert haben. Ich weiß nicht, ob sie jetzt mittlerweile ganz ausgestiegen ist, aber es wird definitiv weniger von ihr zu sehen sein. Jedenfalls hatte ich sowas gelesen. Andere, keine Ahnung, Norman Reedus, der ist dank dieser Serie groß geworden und ich glaube, der hängt auch enorm daran, seine Fähigkeiten als Hauptdarsteller auszubauen. Melissa McBride ist, glaube ich, auch für die nächsten Staffeln. Die haben jetzt, also ich habe die Tage gelesen, die haben alle ihre Verträge neu verhandelt. Und es soll mindestens noch 3 weitere Jahre Walking Dead geben. Und die haben unterschiedliche Gagen dafür einkassiert. Norman Reedus ist, glaube ich, noch derjenige, der am meisten macht. Aber die Melissa McBride, die Carol-Darstellerin, die soll sich auch mehr Zeit für andere Nebenprojekte nehmen. Vielleicht gar nicht mal so schlecht, dadurch, dass sie jetzt einen Zeitsprung gemacht haben, in der Hinsicht, dass sie auch ihren geliebten Hauptdarstellern oder den zukünftigen Hauptdarstellern ein bisschen mehr Freizeit geben. Aber ich glaube, derjenige, der uns nicht unbedingt in naher Zukunft verlassen wird, ist Daryl. Ja, ich glaube, der muss auch jetzt ein bisschen die Show tragen. Ja. Weil er dann doch der ist, der am konsequentesten bisher Screentime einfach hatte von allen. Also alle anderen sind ja gerne mal, so eine Carol ist ja auch gerne mal 2, 3 Folgen abgetaucht. Ich war ja jetzt eigentlich auch in diesen 3 Folgen, bis auf das eine Gespräch mit Rick, de facto gar nicht dabei. Ja. Ja. Auch die Jungs aus dem Kingdom sind eigentlich fast völlig verschwunden. Ja. Ja. Also, ja, wer weiß, vielleicht kommen sie nochmal wieder, weil, wie gesagt, wir hatten jetzt die 5 Folgen großer Abschied von Rick Grimes. Vielleicht sehen wir nochmal mehr von denen. Was aber interessanter ist, ist, glaube ich, jetzt mal über die Schritte zu sprechen, wie es denn zu diesem Abschied gekommen ist oder wie denn die Verabschiedung von Rick Grimes jetzt eingearbeitet wurde, an der ich bis darauf, dass er unsterblich ist, eher andere Sachen bemängeln würde. Zum Beispiel, wie er sich seine tödliche Verletzung zugezogen hat. Also, Entschuldigung, aber da musste ich jetzt die Augen rollen, wie er vom Pferd fällt und sich selber aufspießt. Das ist, erstens weiß ich nicht, ob das so einfach ist und zweitens ist das wohl das Dümmste, was ihm in dieser gesamten Serie je passiert ist. Das habe ich jetzt so gar nicht gesehen. Ich habe mich über ein paar andere Dinge
naja, was heißt aufgeregt, aber es sind ein paar andere Dinge aufgefallen, aber da gehe ich später noch ein bisschen drauf ein. Also das fand ich jetzt gar nicht so irgendwie. Ja komm, der ist mit seinem Pferd, also die haben ja die Kameraeinstellung so gemacht, als man denkte, der wäre jetzt umringt von Walk-On. Ja, was de facto ja gar nicht so war. Nee, was nicht so war. Und deshalb dreht sich das Pferd um sich selbst. Und natürlich war passend zu dieser Stelle so ein bisschen Schutt da aufgebaut mit Eisenstangen, die hoch sind. Und er, der jetzt die letzten 9 Jahre auf Pferden rumgeritten ist, fällt natürlich direkt vom Pferd und spießt sich selber auf. Und keine Ahnung, komm, das dürfte dem doch nicht mehr passieren. Vor allen Dingen dürfte er doch sehen, wo es da weg ist. Dann reite doch einfach in die eine Richtung wieder hin. Und die waren doch offensichtlich nicht so nah an dich, an ihm dran, dass er jetzt nicht noch Zeit gehabt hätte. Ich meine, er hatte jetzt auch noch Zeit, sich da hochzuziehen. Ja, also das ist ja das aber Phänomen, was es die Walker immer. Die Walker sind immer dann schnell genug, wenn es sein muss, und dann nicht, wenn es nicht sein muss. Also die sind halt, ja, das ist halt adaptive Walker. Die passen sich halt dem Drehbuch an. Ja. Also ja, sieht man so krass. Das sieht man erstmal in dieser Szene, wenn er sich da rauszieht, wenn er ins Haus flüchtet. Und vor allen Dingen habe ich jetzt, als er auf der Brücke war, habe ich gedacht, die waren da jetzt nur noch 50 Zentimeter von dem entfernt. Wieso sind die jetzt wieder 20 Meter weg? Ja, also da waren schon einige Continuity Errors dabei. Auch das Pferd, das galoppiert dann und dann sind die auf einmal wieder da. Dann galoppiert er weg, dann reitet er wieder Schritt. Also das war alles ein bisschen, ja, diese Flucht war ein bisschen komisch inszeniert irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob mich diese Visionen so überzeugt haben. Zum einen fand ich das CGI ziemlich schlecht in diesen Visionen. Ja, sind wir ja mittlerweile von denen gewohnt. Also diese Helikopter, die sahen ja mal mega grottig aus. Also die hatten wirklich schon so Sharknado-Niveau. Das war echt übel. Und ja, ansonsten. Es war ja nur ein Traum. Ja, aber nee, komm, die waren echt schlecht. Und ansonsten, ich meine, ich fand es nett, dass man mal so, wie gesagt, Shane wiedergeholt hat. Und ich fand es auch nett, dass wir ein kleines Crossover zu unserem Track Nerds Podcast machen können. Ja, dass wir hier an der Stelle mal Sascha Michael Burnham grüßen können. Und es war irgendwo sogar ein bisschen berührend zu sehen, dass der Herschel da ist, vor allem wenn man weiß, dass der Schauspieler ja inzwischen gestorben ist. Genau, sogar nur ein paar Wochen, nachdem er das gedreht hat. Also das war natürlich auch diese Flashbacks im Grunde genommen, dass man da also zurückgeht zu entscheidenden Stellen in der Geschichte von Rick Grimes, ins Krankenhaus, in die Schießerei, Atlanta etc. Da wäre natürlich noch viel mehr gewesen, aber das war eigentlich schon so ganz gut. Und natürlich gab es ja auch, also das war schon ganz gut gemacht, so vom Inhalt, nicht von der optischen Umsetzung, die fand ich nicht gut, aber vom Inhalt her. Also es war ja dann zum Beispiel, dass da immer gefragt wurde, what is your wound? Ja, das war ja dann so die Stimme von Abraham und von Beth und von Morgan und so weiter. Und er dann immer sagt, I'm looking for my family, was ja eigentlich so die Story ist, die er die ganze erste Staffel gesagt hat, oder die erste Staffel rennt er herum und sagt, I'm looking for my family. Ja, also, das fand ich ja alles schon ganz schön, aber das war so ein bisschen Rückfall in so experimentelle Sachen aus der 8. und 7. Staffel, die nicht zu Walking Dead passen. Mhm. Hat mich jetzt nicht so gestört, das war halt eine lange Abschiedsszene und ich fand's nett, wie sie das alles ineinander geschnitten haben. Mich hat dann eher die Auswahl der Charaktere gestört, die er getroffen hat. Ich meine, hätte man nicht einmal so eine, wie heißt er, einmal die Schauspielerin von seiner Frau und von seinem Sohn wiederholen können? Shane, super, finde ich gut, den Schauspieler mittlerweile zu sehen, macht Spaß. Vor allen Dingen, weil ich ihn in Punisher viel sympathischer fand als in Walking Dead. Und auch der Herschel-Darsteller, alles gut. Aber eine Michael Burnham, der hatte doch nicht wirklich eine Beziehung mit ihr. Klar, das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Wieso denn die? Ja, weil sie irgendwie von Fans gemocht wurde und weil man sie hatte. Und ich schätze mal, sie sollte stellvertretend für alle anderen dastehen, die von ihm gegangen sind. Vielleicht, weil sie jetzt eine der letzten war, die gestorben ist. Aber ganz ehrlich, hätte man doch viel lieber den jungen Schauspieler von seinem Sohn nochmal wiederholen sollen, der ja sowieso etwas unehrenhaft aus der Serie rausgeschrieben worden ist, wo er sich in den News mehr oder weniger
drüber beschwert hat. Wieso haben sie nicht dafür wiedergeholt? Dass, wenn er auch sagt, er sucht seine Familie und dann sieht er seine Frau und seinen Sohn und realisiert, okay, mittlerweile habe ich eine andere Familie. Das wäre doch viel effektiver gewesen. Ja, stimmt, stimmt. Vor allem, weil er ja auch mit Shane dann über Judith quatscht. Also Shane fragt ihn, also eigentlich ist das eine Shane-Szene und keine Rick-Szene. Ja. Weil Shane sagt ihm ja, ey, wie geht's meiner Tochter? Und dann sagt er ja, naja, es war ja eine, auch diese, also konntest du nicht dran erinnern, dass der Rick mal einem die Kehle aufgebissen hat? Gott, das habe ich ja komplett vergessen. Also, Das ist das Problem mit Serien, die 9 Jahre lang gehen und die man sich nicht vielleicht öfters nochmal anschaut, sondern so ein Game of Thrones guckt man sich öfters an, aber ich weiß nicht, hast du dir die ersten Staffeln mal mehr als einmal angesehen? Nein, ich sagte ja, also ja, aber doch, also habe ich, aber nicht mehr alle und ich persönlich hätte es ja völlig bevorzugt, wenn Walking Dead ein 5-6 Folgen Format gewesen wäre, also jede Staffel oder maximal so 10. Aber allerhöchstens, ja, so wie ein Fargo oder ein Better Call Saul oder sowas, ja, wo man so wirklich so 6 Folgen hat, eine gut zusammenhängende Story-Arc für über 6 Folgen, vielleicht mit einem kleinen Cliffhanger für die nächste Staffel, alles gut. Und dann guckt man das auch gerne nochmal, aber so hast du ja jedes Mal gleich 16 Folgen wieder vor dir. Und so sehe ich bei manchen Serien auch bemängel, dass sie nur 3, 4, 5 Folgen hätten. Aufgrund der schwachen Drehbrüche der letzten Staffel wäre das halt einfach hier besser gewesen. Dann gibt es halt andere Folgen oder andere Serien, wie jetzt Game of Thrones, wo man denkt, na, euch würden halt 3, 4 Folgen mehr jetzt dann doch ganz gut stehen, weil ihr dafür die komplexe Geschichte halt viel zu sehr hetzen müsst. Ja, ich glaube, Walking Dead ist noch ein Relikt aus den Zeiten, so zwischen den Zeiten, wo Staffeln noch mindestens 20, 24 Folgen hatten und so in die Übergangszeit, wo es dann immer weniger wurde, aber wo man nicht unbedingt alles mit Füllermaterial machen musste. Im Vergleich war ja die erste Staffel, die hatte ja auch glaube ich, nur 16 Folgen oder so. Ja, die erste Staffel hatte nur 6 Folgen. Nur 6 Folgen? Ach so, die erste hatte sogar nur 6 Folgen. Oder sogar nur 4. Die erste war ganz kurz. Und dann hatte die zweite, hatte dann irgendwie 8 oder so und dann wurde es immer länger. Okay, ja, dann haben sie, dann hat es unter seinem eigenen Erfolg gelitten. Stimmt, ich sehe es gerade auch auf Wikipedia, dass sie erst ab der dritten Staffel immer 16 Folgen in einer Staffel hatten. Ja gut, selbst 13 Folgen, muss man ja bei manchen Serien mittlerweile sagen, ist schon fast zu viel. Aber da hast du vollkommen recht, weil die Schreiber dann meistens nicht das Material für so viel Serie haben. Und es wäre doch viel sinnvoller, das zu machen, so viele Folgen zu machen, wie man auch Material hat. Es funktioniert natürlich in einem werbefinanzierten Markt nicht. Weißt du, wie solche Serien eigentlich produziert, also wie die gefilmt werden? Ich meine, früher bei so einer TNG oder Deep Space Nine, da sind die eine Woche ins Studio gegangen, haben eine Folge gedreht. Und in der nächsten Woche haben sie nächste Folge gedreht. Derweil war die Folge von vorher in der Post-Pro und kam eine Woche später raus. So. Wie ist denn das bei sowas? Ich meine, das sind ja auch dadurch, dass jetzt zum Beispiel The Walking Dead permanent draußen spielt. Meinst du, die drehen erst alle Alexandria-Geschichten für die ganze Staffel durch und gehen dann rüber nach Hilltop, drehen da alle Folgen durch? Oder die haben ja dann mehrere Crews, die das gleichzeitig machen vielleicht. Ja. Aber meinst du, die drehen, also ich, das fühlt sich so an, als würde, also man würde, ich glaube, man dreht heute keine Folgen mehr wie früher, so Woche pro Woche eine Folge. Also bei Sitcoms wird das noch gemacht. Bei sowas wie Big Bang Theory haben es in der Tat über das Jahr verteilt, die Produktion. Aber ja, Walking Dead ist, glaube ich, so eine Art Mix aus allem. Ich meine nicht, dass es ähnlich wie bei Game of Thrones erst alles abfilmen und dann zeigen. Aber ich bin mir nicht sicher. Dafür kenne ich die Produktion zu wenig. Kann auch sein, dass die ihre 5, 6 Monate produzieren, wenn die alte Staffel noch läuft und dann kurz vor der nächsten Staffel die Produktion abschließt. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir zu wenig Hintergrundmaterial in den letzten Jahren dazu durchgelesen, was die Produktion an sich angeht. Ich könnte mir einen Mix vorstellen. Eine Sache, die mir noch in den Visionen aufgefallen ist, das war ja diese Geschichte mit dem Leichenberg. Da lagen ja zum einen bisher... Ach, ich weiß. Ja? Entschuldigung, wenn ich nochmal zwischenhake. Ja? Ich glaube, die drehen immer die Staffelhälften ab.
Okay. Es kann gut sein, wir haben ja auch immer so einen Break zwischen den Folgen. Wenigstens so eine kleine Winterpause. Und ich meine, ich hätte das mal mitbekommen in den letzten Jahren, dass die in dieser Pause noch den Rest abdrehen. Das ist gut, also zurück zum Leichenberg, ja. Mhm. ist dir aufgefallen, dass da Jesus, Maggie, Carol und Daryl drin lagen? Ach echt? Ja, ich habe es nicht so genau gesehen. Ich habe nicht so genau darauf geachtet, wer da drin war. Ein paar Gesichter kamen mir bekannt vor. Ich wollte das eigentlich vorher schon ein, als ich nämlich fragte, weiß man denn schon, ob irgendjemand sonst noch das Zeitliche segnet oder gesegnet hat oder rausgehen wird aus der Serie. Da habe ich nämlich an die vier gedacht. Ich meine, bei Maggie hast du ja schon gesagt, die wird wahrscheinlich nicht mehr so oft zu sehen sein. Carol, Daryl haben wir gerade geklärt, wahrscheinlich dann schon. Und gut, und Jesus ist jetzt auch nicht so wichtig. Also ich meine, ja. Da muss man mal gucken. Ich meine, Jadis ist ja wahrscheinlich auch raus. Das bringt uns vielleicht zumal zu dieser Geschichte. Die könnte wahrscheinlich in den Filmen. Dann die wird in den Filmen, ganz sicher, das denke ich auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man hier diese Georgie in den Filmen da nochmal sieht. Ja, kann ja auch sein. Mhm. Dann die Whisperer, diese sprechende oder diese Zombie-tarnende Gruppe, die durch die Lande zieht, die kommt ja dann jetzt irgendwie. Die müsste jetzt kommen. Ich habe ein paar, jetzt kommen, ja. Die haben schon Bilder released, wo das drin war. In dem kurzen Trailer war auch schon so ein kleiner Teaser dazu. Ja. Aber eine Sache wollte ich noch kurz vorher besprechen, was deine Theorie zu den A's und den B's ist. Und warum ist der Rick dann ein B? Ich habe dann nochmal sehr drüber, nochmal ein bisschen überlegt und nochmal geguckt. Also dieses A ist uns schon öfter begegnet. Das ist uns begegnet in Terminus, da waren Container gekennzeichnet mit A. Das ist uns begegnet, als der Rick im Schrottplatz eingesperrt war in dem Container, da hat die Jadis ein A auf den Container geschrieben. Der Daryl hatte, als er bei den Saviors eingesperrt war, auch ein A auf seiner Gefängniskluft. What's the A? Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mit der moralischen Flexibilität der Charaktere zu tun hat. Also ein Rick müsste ja eigentlich schon A dadurch sein, dass er irgendwie so ein der Anführer der Gruppe da war. Aber er hat ja scheinbar viel, also er hat nicht nur scheinbar, er hat ziemlich viel Scheiß gebaut, auch in den letzten Jahren. Und so ein Gabriel wurde ja offensichtlich als A bewertet und er ist ein Geistlicher. Und ein Geistlicher ist vielleicht, wird schon direkt hochgestuft oder ist vielleicht eher selten in der Community, die da aufgebaut wird. Ich habe keine Ahnung, es könnte natürlich irgendein Sklavenhandel sein. Könnte ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass so eine Gesellschaft da wieder aufgebaut wird und die sich wirklich dann die Leute aussuchen, die in so eine Gesellschaft reinpassen könnten. Dann ist aber A und B ein bisschen kleine Kategorisierung. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass natürlich Rick ein A ist. Eine Klassengesellschaft. Ja, okay, eine Klassengesellschaft. Ja, das kann sein. Ja. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass Rick vielleicht ein A ist. Ich habe dann, als es dann hieß, er ist ein B, vielleicht weil er halt verletzt ist. Vielleicht nur gesunde Individuen. Nö, das glaube ich nicht. Wenn sie die Möglichkeit haben, den wieder hoch zu peppeln, dann ist er ja so gut wie neu. Nee, das glaube ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwelche bestimmten Qualitäten in den Leuten sucht, die da entführt werden oder die da eingeführt werden in eine Gesellschaft. Und wenn so eine zwei- oder drei Klassengesellschaft da aufgezogen wird, wo es vielleicht, keine Ahnung, die Reichen und die Armen gibt oder die Anführer und das Arbeitervolk, vielleicht ist er dann eher geeignet für Arbeitervolk. Ja, vielleicht wäre möglich. Dann ist mir noch eine Sache auch aufgefallen, um mal so diesen Komplex ein bisschen abzuschließen. Ich fand, als dann der Rick im Helikopter weggeflogen wird, diesen Song, den fand ich komplett unpassend. Ich habe dann nochmal nachgeguckt und habe dann gelesen, dass das der gleiche Song ist wie der Song oder der gleiche Song ist, der zum Ende der allerersten Folge gespielt wurde, als der Rick da in dem Panzer hockt, ja, und dann die Kamera von oben weggeht. Damals habe ich das irgendwie nicht so deplatziert gefunden. Diesmal fand ich den Song, also er macht jetzt irgendwo Sinn, okay, als ne, alles reimt sich, um es mit dem Schorsch Lukas zu sagen, ne? Aber
ich fand ihn in dem Moment auch sehr deplatziert. Also da gibt's coolere Songs, die man zu einem Helikopterflug spielen könnte oder zu einem Schwerverletzten, der da ist. Ich hätte auch diese ganze Visionsnummer irgendwie dahin. Ich hätte den früher abtransportieren lassen und hätte, während er im Delirium Hubschrauber liegt, hätte ich ihn diese Vision haben lassen. Aber okay, sei es drum. Das sage ich ja, das meine ich so. Das, ich hätte es nicht so gemacht. Aber okay. Ja, es macht schon Sinn, dass er dann erst später im Hubschrauber ist, weil wir haben ihn ja schon als tot gesehen. Die Brücke ist in die Luft gesprengt worden, alle sehen, wie er sich in die Luft sprengt. Und das ist ein Abschluss. Für die ist jetzt Rick Grimes gewesen. Ist nichts mehr. Und für ihn auch, er schließt ab mit der ganzen Welt. Und dann wird er trotzdem gerettet. Und das ist so ein Epilog quasi, der damit reingewoben wird. Das ist schon ganz gut, dass er da keine Visionen mehr hatte. Ja, okay, kann man so sehen. Und eine Sache, die mir sonst noch so einfach so aufgefallen ist, also Gruben sind anscheinend das perfekte Instrument, um Walker loszuwerden. Ja, natürlich. Also die hätten einfach nur eine Menge Greiben und Gruben graben müssen und irgendwie einen Wecker reinlegen, der eine Menge Krach macht. Dann hätte man sich einen Haufen Arbeit ersparen können. Und womit ich dann auch so sehr ich aus Reboot-Gründen diese 6 Jahre gut finde oder den Zeitsprung gut finde, umso schlecht finde ich diesen großen Zeitsprung. So ganz spontan gefühlt, weil wir hatten schon mal in einer der letzten Staffeln drüber gesprochen, das muss ja mal ein Ende haben mit diesen Walkern. Und wenn ich teilweise sehe, wie leicht die halt von so einer Gruppe inzwischen ausgenockt werden, so eine ganze Erde, dann fällt es mir, das ist so ein bisschen so, dass das halt das Problem von so langlebigen Serien, es fällt dir jetzt einfach, mir fällt es ein bisschen schwer zu glauben, dass das überhaupt so stattfinden konnte, dass das ganze Militär das nicht in den Griff gekriegt hat, weißt du? Weil die Walker werden überhaupt nicht bedrohlicher, im Gegenteil, wir hatten das schon öfter thematisiert, dass die Walker nur noch bedrohlich sind, wenn es halt mal sein muss, aber grundsätzlich sind die eigentlich nicht, also die sind genauso gefährlich wie eine Biene, ja? Ja, ohne Scheiß. Wenn sie dich sticht, kannst du ein Problem haben, okay, aber in der Regel klatschst du einfach drauf und fertig. Ja. Ja, so viel Material dürften die wirklich nicht haben, um sich immer wieder neu zu formieren, die Walker. Genau, und das jetzt halt nach 6 Jahren, wenn es dann nach 6 Jahren später, das immer noch ein Thema ist, das, und das halt dann auch der Einstieg ist, das fand ich irgendwie so, und ich so, okay, jetzt sind wir 6, 7 Jahre in die Zukunft und rumstreunende Walker sind immer noch ein Thema, das fand ich irgendwie komisch. Und die Unprofessionalität von dieser Gruppe fand ich dann auch komisch. Die sind rumgerannt wie 3 Tage nach dem Ausbruch der Apokalypse. Mhm. Also da will ich jetzt schon eine Story haben, warum die einfach nur mit einem Messer zu einer Schießerei gekommen sind. Ja, also ist Nitpicking, ja, aber ich bin doch ein bisschen... Ja, ist vielleicht die Gesamtlogik der Serie, die man damit mal wieder in Frage stellen kann. Ich meine, solche Filme wie 28 Weeks Later, die haben es ja dann schon ein bisschen besser gehandhabt, weil in 28 Weeks Later gab es halt keine Zombies mehr, weil die alle verhungert sind oder irgendwas anderes mit passiert ist. Ich kann es mir auch schlecht vorstellen, wie so lebende Tote immer noch die Energie haben können, rumzurennen. Die verwesen ja auch. Also ja, die verwesen, aber wir haben auch schon so stark verweste Viecher gesehen, dass man sich da sowieso fragen könnte, wieso die überhaupt noch die Kraft haben, zuzubeißen oder was anderes zu machen. Deshalb, ich glaube, damit muss man leben. Das ist einfach so. Und das wird, wenn Walking Dead immer noch erfolgreich wird, auch in 50 Jahren immer noch so sein. Okay, also du willst sagen, das ist eine Prämisse, die muss ich jetzt einfach kaufen und nicht weiter drüber nachdenken. Ja, ja, das ist ja das ganze Ding hier in der Welt. Diese Herden dürften ja auch schon nach den 6 Jahren eigentlich nicht mehr existieren. Ne, es gibt mir, natürlich könnte man jetzt sagen, hallo, es ist eine Zombie-Serie, natürlich gibt es da Dinge, die vielleicht nicht möglich sind, aber ich finde halt, so eine Welt muss halt dann in sich stimmen. Ja, also, ja, die muss halt dann irgendwie so in sich stimmen, aber okay, gut, sei es drum. Aber jetzt, gut, um es abzuschließen, ich fand die Folge nicht schlecht, es ist jetzt wie eine lange Abschiedssequenz gewesen und hat diesen Unsterblichkeitsstatus von Rick Grimes weiter gefestigt.
das auch ganz gut ist, dass er jetzt komplett raus ist, weil dann sind andere Charaktere vielleicht wieder sterblich. Keine Ahnung. Ist jetzt abgeschlossen, wir kriegen Reboot und alles schön. Die Folgen, die dahin geführt haben, hatten ihre kleinen Probleme. Habe eben schon gesagt, ich fand es schwachsinnig, wie der da vom Pferd aufgespießt worden ist. Die Ereignisse davor waren aber auch fragwürdig, dass Rick und Daryl wieder in so ein großes Loch fallen, was die eigentlich schon längst hätten sehen müssen. Also, man kann doch nicht per Zufall so ein bisschen im Wald rumstolpern und fällt dann in so eine 10-Meter-Grube rein. Ja, ja, eben. Vor allem, wie gesagt, würde ich sofort Löcher graben und Wecker reinlegen. Ja. Und dann ist das Walker-Problem echt gelöst. Ich meine, es ist spannend. Es ist durchaus spannend, wie sie versuchen, wieder rauszukommen. Deshalb ist ein Mittel zum Zweck, um ein bisschen Spannung aufzubauen. Aber der Weg dahin könnte man auch cleverer machen. Und na gut, wie du es am Anfang in der Zusammenfassung schon gesagt hast, die Leute in solchen Serien können nicht einfach normal miteinander reden. Nein, sie müssen sich erstmal ein bisschen kloppen und dann in eine Situation kommen, wo sie nicht wieder rauskommen, um tiefgründige Gespräche zu haben. Ja, das stimmt. Das ist, wie gesagt, so ein US-Narrativ. Ich erinnere mich so an eine Folge bei TNG, da kommt dann Rikers Vater auf die Enterprise, die hauen sich auch erstmal aufs Maul, bevor sie dann ein Vater-Sohn-Gespräch haben. Ja. Also es ist ganz oft hat man also diese Erzählstruktur, das kenne ich eigentlich aus den deutschen Produktionen überhaupt nicht. Da sind wir irgendwie anders drauf. Jetzt spekulier doch mal. Oder was wünschst du dir für dieses Reboot? Wie soll das jetzt weitergehen? Und was sollte deiner Meinung nach nicht passieren? Was sind denn so deine Spekulationen und Ideen? Also wie gesagt, wir wissen, diese Whisperer kommen, okay, Haken dran, aber abgesehen davon. Ich könnte mir vorstellen, dass die 6 Jahre lang gut gelebt haben und dass da nicht viel passiert ist und dass jetzt wieder eine neue Gruppe wie diese Whisperers dazukommen und so ein bisschen Chaos da stiften. Die Prämisse von den Whisperers, hatte ich nochmal gelesen, ist ja so, dass die mit einer Herde von, dass die quasi das Leben mit den Zombies akzeptiert haben, mit den Walkern, und sich dazwischen mischen. So ein bisschen wie wir es beispielsweise aus Fear the Walking Dead kennen, dieses Tool, was kein Schwein hier in dieser Serie irgendwann mal einsetzt, sich mit ein bisschen Walker-Blut zu beschmieren und einfach mit denen mitzulaufen. Doch, ich glaube, im Gefängnis irgendwann mal machen sie das mal, oder einmal ja, machen sie das. Aber später nicht mehr. Es ist auch ein viel effektiveres Mittel, um einfach vor so Herden wegzurennen. Aber diese Whisperers, die haben scheinbar das Ganze akzeptiert und leben in diesen Herden und haben ihre Gesellschaft innerhalb dieser Herden auch aufgebaut und bedrohen andere Communities dadurch, wenn sie sich selber bedroht fühlen, dass sie einfach mit der Herde da vorbeikommen. Okay. Kann man so machen. Ja. Es ist, ich meine, wenn es Theater spielende Schrottplatz-Leute gibt, wieso nicht auch Leute, die zwischen den Zombies leben? Das auch wieder wahr. Was ist deine Prognose für Negan? Ist der jetzt 6 Jahre im Keller verrottet? Nö. Ich glaube, die lassen ihn irgendwann raus. Und das hat ja auch so ein bisschen das angedeutet, dass Negan am Ende jetzt nicht mehr Negan ist. Dieser ganze Weg dahin, das ist ja so ein bisschen auch Maggies Rache-Geschichte, was die ganze Episode auch angetrieben hat. Rick wollte ja unbedingt hinter Maggie her und Maggie wollte dann unbedingt einen kurzen Prozess mit Negan machen, hat dann ihr Gespräch mit Negan und sieht, dass es einfach nur ein gebrochener Mensch ist. Was ein bisschen unlogisch für mich war, wie er seine Fassade so lange aufrechterhalten kann und dann von einer Sekunde zur nächsten komplett zusammenbricht. War ein ganz netter Effekt und war aber auch mal wieder ein Klischee. Und ich könnte mir denken, jetzt da Rick weg ist und dass vielleicht die ganze Geschichte mit den Saviors jetzt abgehakt ist, können sie nicht ewig da unten verrotten lassen. Und vielleicht ist er nach 1-2 Jahren dann mal rausgelassen worden und dadurch ein komplett veränderter Mensch, der jetzt zwischen denen lebt. Ich weiß es nicht. Das wäre ein bisschen eine Verschwendung von Jeffrey Dean Morgan. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das die Richtung ist, die wir sehen werden. Das heißt, du kaufst ihm das ab? Ja. Okay. Ich nicht. Ja, nicht? Nee. Okay, nee. Wieso nicht? Weil, ich kaufe ihm, nein, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, ja. Ich kaufe ihm das, nein, der ist so durchtrieben genug, dass er genau weiß, wann er, der hat sein Leben damit gerettet und das war kalkuliert, wenn du mich fragst. Das kam mir dann doch zu ernst dafür vor. Der ist kein, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, der Typ, der gehängt wurde.
Jeffrey, Gregory. Gregory, genau, der ist kein Gregory. Der kann vielleicht aus seinen Taten lernen und der hat letztendlich, hat seine Lucille verloren, hat alles verloren und ist wie so ein Folteropfer, was auseinandergenommen wurde und jetzt wieder neu aufgebaut wird. Vielleicht kommen natürlich noch so ein paar alte Charakterzüge heraus, aber ich glaube, sie machen auch so ein kleines Negan-Reboot daraus, was ich am Ende, glaube ich, ganz gut finden würde. Gibt es nicht noch die Vision von Rick oder war das die Vision von Carl oder was war denn das Ende der letzten Staffel, wo man da den Negan gärtnernd in Alexandria sieht? Habe ich das gerade komplett falsch in Erinnerung? Nee, ne? Da war doch irgendwie sowas. Da war irgendwas. Bin ich mir nicht mehr sicher, von wem das war. Ob es von Carl war oder von Rick. Kein Plan. Aber da war sowas, ne? Ich gebe diese Vision, ne? Vielleicht greifen sie ja das wieder auf. Hatten wir nicht auch mal besprochen oder hast du nicht mal gesagt, dass in den Comics auch rausgelassen wird? Ja, in den Comics ist das so. Das wäre ja dann im Prinzip so eine Geschichte. Ja, mal gucken. Ja. Also ich bin bei dir. Jetzt will ich schon wissen, wie es weitergeht. Aber die Fallhöhe ist sehr hoch. Mhm. Also die können auch in einer Folge alles kaputt machen. Also es kann jetzt im Prinzip in der nächsten Folge entscheidet durchaus ein bisschen über das Wohl und Wehe dieser Staffel. Weil wenn ich jetzt so null Charakterentwicklung sehe, wenn die genau die gleichen sind, wie wir sie jetzt verlassen haben und da hat sich nichts getan und es ist einfach nur jetzt, da kommen jetzt 5 neue Leute dazu und ein Bösewicht der Woche wieder, ja. Also das muss ich jetzt schon ein bisschen, ich will jetzt auch mal Beziehungen sehen. Ich will jetzt einen Daryl und einen König und eine Carol, da muss irgendwas sein. Oder mit, keine Ahnung, oder morgen oder weißt du, irgendwas. Da müssen jetzt in diesen 6 Jahren müssen jetzt Dinge passiert sein, wo ich sage, aha, okay. Und das will ich nicht in aller Ausführlichkeit jetzt sehen, sondern es soll einfach jetzt sich jetzt was geändert haben. Michonne hat keine Dreadlocks mehr, zum Beispiel. Irgendwie sowas. Ja, man hat doch die anderen Frisuren schon in dem Trailer gesehen. Sie haben definitiv andere Frisuren. Und okay, das symbolisiert ja so ein bisschen schon einen anderen Charakter. Haben sich alle Bärte wachsen lassen, ja? Genau. Nee, ich glaube, Michonne hatte so einen Sidecut oder so. Irgendwer hatte auf jeden Fall einen Sidecut. Okay. Der Daryl. Egal. Ja. Ich finde es eine gute Chance und ich finde auch, also beispielsweise Fear the Walking Dead hat mir am Anfang auch gut gefallen, als es noch eine neue Serie war, als es frisch war. Als sie so ein bisschen in diese typischen Fallen getreten sind, die scheinbar für Walking Dead normal werden, dass es wieder einen neuen Bösewicht gibt und dass es wieder irgendeine große Bedrohung gibt, die fast genau das gleiche ist wie vorher. Das könnte das Problem sein. Aber ich glaube, dadurch, dass sie jetzt eine Showrunnerin haben und vielleicht ein neues Team dahinter, sehe ich die Chance für interessante neue Geschichten, die vielleicht ähnlich sind wie vorher, aber alles auf ihre eigene Weise machen. Und ich erwarte, ehrlich gesagt, eine neue Serie dadurch. Und eine neue Serie ist für mich gut, weil ich mag Origin-Stories. Dann freuen wir uns auf nächste Woche, ne? Mhm. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ja. Hören wir uns denn vorher nochmal? Ach so, ich habe ein kleines Aufnahmerendezvous mit dem guten Sebastian von unserem befreundeten Podcast Discovery Panel. Wir haben uns vorgenommen, dass wir 2 oder 3 Folgen machen zu Das Boot. Da machen wir erst einen Rewatch der Serie der alten, aber nicht jetzt komplett, sondern wir gucken die uns an, sprechen in meinen 2 Folgen darüber. Und dann gibt es ja davon eine Fortsetzung, die jetzt im November hier auf Sky anläuft. Und da werden wir auch auf jeden Fall drüber sprechen. Ansonsten könnt ihr mal reinhören in unsere Filmkritik zu Queen Bohemian Rhapsody. Also wenn es sonst immer heißt, wir würden alles nur kleinreden und wären so schlecht und mies gelaunt und immer nur am Meckern, hört mal da rein, dann werdet ihr 2 Nerdizisten hören, die also mal ganz anders drauf sind. Genau, vor allen Dingen sind wir auch komplett anders drauf als so der Rest der deutschen Kritiker, die diesen Film mehr oder weniger niedergemacht haben und so ganz anderer Meinung sind als wir. Siehst du, und alles, was die anderen loben, hauen wir dann drauf. Was stimmt nicht mit uns, Michael? Was stimmt nicht mit uns? Ja. Naja, aber dieser Film hat auch in den USA einen Cinema-Score von A bekommen. Also die Bewertung vom Publikum wird da immer genommen und die Bewertung von Kritikern. Die Bewertung von Kritikern
ist meistens so auch sowas wie Metacritic. Die waren eher zwiespältiger Meinung, was diesen Film angeht. Aber das Publikum, was dann befragt wird, hat diesen Film sehr gut bewertet. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, als ich im Kino war und mir so ein bisschen die Gespräche danach angehört habe. Ganz egal, ich kann immer noch empfehlen, hört euch den Podcast dazu einfach an. Ja, definitiv. Für Kurzentschlossene, die diesen Podcast hier hören, wenn er rauskommt, dann schaut doch mal am Samstag noch vorbei, nämlich auf der House of Horror Con in Oberhausen in der Turbinenhalle um 12 Uhr oder ab 12 Uhr quizzen wir da nämlich wieder Nerdquiz live on stage. Und ich bin am Samstagabend noch in Lüdenscheid. Das wäre an sich jetzt eher unspektakulär, weil in Lüdenscheid zu wohnen ist natürlich schon ein Schicksalsschlag, den man so leicht nicht verkraften kann. Aber grundsätzlich treffe ich da, bin ich da eingeladen worden vom Sebastian von Track am Dienstag. Und die machen, der hat ja neben Track am Dienstag noch die Rückspultaste, einen, ich sag mal, kindheitsverarbeitenden Podcast, wo er über Dinge aus seiner Kindheit spricht. Und die haben so einen kleinen Live-Podcast, machen die mit der Rückspultaste in einer dort ansässigen Lokalität, die ich jetzt gerade vergessen habe. Und da bin ich eingeladen worden, doch auch mal vorbeizuschauen und irgendwie ein bisschen Retrogramm zu quatschen. Ich fahre da abends noch hin. Da werden wir auch den Simon wieder treffen von Track am Dienstag. Und es sind auch noch andere Podcaster. Jetzt muss ich gerade mal kurz hier bei Twitter gucken. Da ist schon ein ganz aufgeregter Austausch unter den ganzen Podcasts, die da irgendwie vorbeischauen. Jetzt muss ich gerade eben noch mal hier raussuchen, wo das war, wie gesagt, die Rückspultaste, Track am Dienstag, dann kommt irgendwie, genau, Männer, die auf Videos starren, auch ein Podcast, bei dem es um Trashfilme und miese Musik und grottige Games geht, dann kommt, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, hier der Markus von einem Podcast, der nennt sich irgendwie E und U oder so, End und E und U Gespräche, genau, also das wird, glaube ich, ganz witzig werden. Ich werde dann davon berichten. Aber ansonsten würde ich sagen, hören wir uns, liebe Walking Dead-Freunde, doch allerspätestens in 2 Wochen wieder. Und ja, ich bin gespannt, ob wir dann den Daumen hoch oder nach unten geben über die Fortsetzung. Und dann haben wir ja auch schon bald wieder Halbzeit, ne? Jo, stimmt. 8 Folgen und dann Halbzeit. Also noch 3 Folgen, dann haben wir Halbzeit. Dann werden wir zum Mid-Season werden wir wahrscheinlich einen Gast haben. Zum Staffelende werden wir auch noch einen Gast haben hier in diesem Podcast. Es bleibt also spannend. Reinhören lohnt sich. Und an dieser Stelle nochmal eine kleine Erinnerung. Macht doch mal eine gute Tat und empfehlt guten Content weiter und nehmt euch vor, nach dem Hören dieser Folge, diese Folge einfach mal euren Freunden zu empfehlen und zu teilen. Und wer sich noch ein Fleißsternchen verdienen will und ein kleines Aufkleberchen in sein Hausaufgabenheft bekommen möchte, der schreibt noch eine Bewertung bei iTunes oder bei Facebook oder im Podcatcher seines Vertrauens. Man kann übrigens auch, das vergessen wir immer so ein bisschen hinzuweisen, auf nerdizismus.de unter jeder Folge seinen Senf abgeben als Kommentar. Und natürlich auch in den kleinen Bewertungskasten mal klicken, wie ihr denn unser Gesabbel hier gefunden habt. So, in diesem Sinne. Und dass Leute unser Gesabbel finden, das hat man schon daran gesehen, dass wir diese Woche schon auf Facebook angeschrieben worden sind, wann denn endlich der neue Podcast zu Walking Dead kommt. Ja, ja. Es tut uns an dieser Stelle auch wirklich leid, dass wir ein bisschen länger gedauert haben, aber wir haben halt auch noch ein anderes Leben, ne? So. Genau. Die Rekorduhr hier steigt genau in dieser Sekunde auf 1 Stunde rum. Das passt also wie die Faust aufs Auge. Michael, vielen Dank fürs Dabeisein. Danke dir auch. Und euch noch einen schönen Tag. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Bis dann. Ciao. Tschüss.